Hallo ihr Lieben, hier ist der Matthias. Ja, heute mal ein kurzes Video zum Thema Obstlagern. Sieht man ja häufig, dass Obst irgendwo, also Birnen, Äpfel und so weiter, dass die irgendwo im Wohnzimmer in der Obstschale rumstehen. Ist das wirklich richtig, was man da macht? Tun wir das Thema mal näher beleuchten. Häufig sieht man das, ne? Dass Obst einfach so im Wohnzimmer halt rumsteht. Gerade für die Wintermonate halte ich das nicht für sinnvoll. Ich werde dir mal zeigen, wie ich meine Äpfel lagere, so dass sie möglichst lange frisch sind. Ich lagere meine Äpfel auf dem Balkon, hier auf diesem Tisch. Unter dieser Decke, so dass sie dunkel sind. Ne? Wir haben jetzt Anfang Dezember und ich achte natürlich darauf, dass die Äpfel keinen Frost abkriegen. Also das ist ganz wichtig. Wenn bei Minusgraden, dann nehme ich die Äpfel dann schon zu mir in die Wohnung, aber eben möglichst auch an eine kühle Stelle. Also dunkel lagern wäre eine Sache, auf die du achten musst. Und ansonsten, ich habe jetzt hier solche flachen Pappschalen, also ein Bananenkarton, den ich hier unten so abgeschnitten habe, ne? Flach, da kommen die rein. Das sind jetzt die hier sind, das sind die von den Streuobstwiesen draußen, ne? Sehen wir, was ich da auch mache, wenn ich hier solche mit Druckstellen habe. Dann tue ich die beim Einlagern einfach, versuche ich die mit der Druckstelle nach oben zu legen, so dass ich dann, wenn ich mir einen frischen Apfel nehme, immer die nehme, die halt doch schon eine Druckstelle haben und die anderen, so wie die hier, ja, da ist ein kleiner, ne? Wie gesagt, das ist von den aufgelesenen Äpfeln, hier ist auch ein bisschen was dran, also möglichst flach lagern. Dann hier nebenan, das sind andere Sorten. Wenn möglich, kannst du die auch Sorten getrennt machen. Also zumindest sollte man jetzt einen Lagerapfel nicht mit irgendeinem, der eben doch sehr schnell, das würde ich jetzt persönlich nicht unbedingt machen. Ne? Aber reine Sortentrennung musst du natürlich auch nicht. So wie ich sehe, die passen gut zusammen. Das sind Äpfel, wo ich selber die Bäume gepflanzt habe. Auf dem Werksgrundstück von meinem Vater in Pirna. Und da war ich halt diesen Herbst nochmal lesen. Das hier, diese Äpfel, also die haben auch keine Druckstellen, weil die sind gepflückt. Das hier ist ein Topaz. Na, hatte ich dir schon mal gezeigt. Und hier ist noch eine andere Sorte, da kann ich dir jetzt gar nicht sagen, was das für eine Sorte ist, aber eben auch ein Lagerapfel. Die passen hier gut zusammen. Da sollst du vielleicht drauf achten, also ideale Temperatur beim Lagern von Äpfeln sind so um die 4 Grad. Also zwischen 2 und 4 Grad. Und wie gesagt, ganz wichtig, weil Äpfel viel Wasser enthalten, dass sie keinen Frost abkriegen, weil sonst, ja, da ist es dann mit der Lagerung vorbei, da gehen die kaputt, da geht die Zellstruktur, geht kaputt. Ich achte darauf, dass ich hier auf dem Balkon, das ist ideal, dunkle Stelle, auch möglichst, naja, an einem feuchten Ort, also wenn du einen kühlen Dachboden hast oder einen kühlen Keller, dann wäre das ideal für die Apfellagerung. Ja, also, das bloß mal ein kurzes Video. In diesem Sinne, bis bald, euer Matthias.